Grüß Gott und hallo, ich heiße Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Begrüße ich Sie wieder. Vor allem für Eltern mit ihrem ersten Kind ist er ein riesengroßes Problem. Der Säuglingsschnupfen. Bei Babys ist alles klein, die Nase auch und die Nasengänge. Das heißt, es braucht nicht viel und die Nase ist zu. Und das ist ein Problem, weil die Kinder trinken schlechter, sie schlafen schlechter und sie geben so komische Geräusche von sich. Was können wir Erwachsene, wenn wir so ein Problem haben? Wir können uns schneuzen und wir können uns räuspern. Denn wenn ein Baby oder auch wir flach liegen, dann läuft das Sekret teilweise hinten die Rachenhinterwand hinunter, sammelt sich im Hals an, führt zu diesem ständigen Rasseln. Eltern mit kleinen Babys wissen, wovon ich spreche. Das führt zur Beunruhigung. Und diesen Schleim, den räuspern wir weg, aber Kinder können auch dieses Räuspern nicht. Das bedeutet, es sammelt sich eine gewisse Menge an und irgendwann kommt es zu einem Husten. Das heißt, ein Säuglingsschnupfen ist meistens auch verbunden mit einem Säuglingshusten, der eigentlich gar kein richtiger Husten ist im eigentlichen Sinne, sondern nur das Befreien von Schleim, was wir im Erwachsenenalter als Räuspern bezeichnen würden. Die Ursachen für diesen Schnupfen sind nicht nur Erkältungen, so in der klassischen Schnupfenweise, so wie wir das meinen, sondern eine trockene, warme Luft oder auch einfach nur staubige Luft tragen dazu bei, dass die Nasenschleimhäute zuschwellen bei den Babys und die entsprechenden Probleme machen. Aber ganz ohne Möglichkeiten, dem beizuhelfen, sind wir nicht. Ich gebe Ihnen 3 Tipps, was Sie tun können, um die Situation zu verbessern. Tipp Nummer 1. Das wissen Sie selbst, wenn Sie einen Schnupfen haben. Wenn Sie ganz flach liegen, ist der Schnupfen schlimmer. Wenn Sie sich etwas höher lagern, dann geht es besser, dann schwillt die Nase nicht so zu. Bei Kindern ist das Benutzen von Kissen verboten, aber wenn Sie das ganze Bett zu einer schiefen Ebene machen, dann werden Sie merken, geht es mit dem Schnaufen besser. Tipp Nummer 2. Wenn Sie einen Spaziergang mit Ihrem Kind machen, wenn Sie an der frischen Luft sind, vor allem wenn Sie im Wald, wo es feucht und kühl ist, sich aufhalten, werden Sie bemerken, dass die Nase Ihres Babys frei ist. Das heißt konkret, Sie lassen vor allem nachts im Schlafzimmer die Heizung abgedreht, dass es möglichst kühl ist und öffnen unbedingt das Fenster. Drittens, Sie benutzen die Kraft der Zwiebel. Die Zwiebel dünstet ein ätherisches Öl aus und dieses Öl schwillt die Nasenschleimhaut ab und macht das Sekret der Nase flüssig, sodass die Nase deutlich freier wird. Ich gebe zu, das ist für manche etwas unangenehm, wenn es in der Wohnung und im Haus nach Zwiebeln riecht, aber auch für uns Erwachsene ist es wohltuend, eine freiere Nase zu haben. Das Schneuzen und das Räuspern zu ersetzen ist schwer, aber wenn Sie diese 3 Tipps anwenden, wird die Situation deutlich entspannter werden. Sie werden jetzt fragen, ja, wie lange geht das? Ich erlebe Kinder, die bis zum 3. Geburtstag noch nicht schneuzen, also richtig schneuzen und sich räuspern können. Das bedeutet, das Problem des Säuglingsschnupfens kann einige Jahre dauern. Und dennoch werden diese Tipps immer aktuell sein. Viel Erfolg! Wenn man ein Kissen unter das Babyköpfchen legen würde, dann würde die Wirbelsäule einen Knick bekommen. Warzen sehe ich in meiner Sprechstunde häufig, weil sie häufig vorkommen und weil Eltern oft am Anfang nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Was mir auffällt, ist, dass mit dem Thema nächtliches Einnässen die Eltern ganz unterschiedlich umgehen.